Wegen der Bergung eines LKW war die Bundesstraße 253 zwischen Deinrode und Geismar am Montagnachmittag für mehrere Stunden gesperrt. Der LKW-Fahrer war bereits am frühen Morgen mit seinem Fahrzeug aus Deinrode kommend in Richtung Geismar nach rechts von der Straße abgekommen und auf einer Wiese seitlich umgekippt. Er verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde von Notarzt und Rettungsdienst noch vor Ort behandelt. Mit zwei Kränen bargen die hinzugerufenen Einsatzkräfte zunächst die tonnenschwere Ladung, bevor sie den auf der Seite liegenden LKW aufrichteten und anschließend aus dem Graben hoben. Autofahrer mussten bis zum frühen Abend über Allendorf-Hartberg ausweichen.